sagst diesem einäugigen Nussfetischisten, dass er mir was schuldet. Leck mich jetzt und in alle Ewigkeit. Na sieh mal an. Schön, dass du es einrichten konntest. Göttlichkeit. Ich habe den Wurm des... Hallo, schön zu sehen, dass das Windspiel seinen Zweck hat. Welche deiner eigenständigen emotionalen Erscheinungen werden wir wahrscheinlich... Wir müssen gehen. Spricht jetzt mit euch? Hm? So. Wie ich schon sagte... Atreus. Na dann komm mal. Hey, Tyr! Wach auf, du hast Besuch. Warum machst du es dir nicht einfach in Sindris sogenanntem Arbeitszimmer gemütlich, da drüben? Stört ihn das denn nicht? Stören? Er wird begeistert sein. Unsere Bude wird von Tag zu Tag nobler. Damit brichst du einige Knochen. Und etwas für Freya? Hast du einen Wunsch? Gar nicht übel, eine richtige Göttin im Haus zu haben. Versuch doch bitte, es dir diesmal nicht mit ihr zu verscherzen. Mod-Marken, okay. Kann ich das woanders auch noch machen? Nee, ne? Okay. Sie ist noch genauso majestätisch wie bei unserer letzten Begegnung. Wie ich dagegen aussehen muss. Du solltest ihm mal den Kopf waschen. Und zwar gründlich.
Du bist zurück. Wirst du mir jetzt antworten? Wegen was? Wo bist du gewesen? Wen hast du getroffen? Was, Odin? Was? Glaubst du das wirklich? Leugnest du es? Antworte! Warst du in Asgard? Nein! Natürlich nicht! Aber was wäre, wenn? Es ist meine Zukunft, mein Leben. Du bist mein Sohn. Dann vertrau mir doch einfach. Wenn ich dir vertrauen soll, dann sag mir die Wahrheit. Die Wahrheit ist, du bist ein totales Arschloch. Junge, so wirst du niemanden umstimmen. Er hat kein Vertrauen in mich. Er darf Geheimnisse haben, Mutter genauso. Das ist was anderes. Ihre Geheimnisse erschweren jeden Schritt. Oh, ach so. An sie glaubst du also auch nicht mehr. Es geht nicht um deine Mutter. Du hast mich angelogen. Wo ich das wohl gelernt habe. Jetzt reicht es aber. Seit wann bist du auf seiner Seite? Seit er von euch der Vernünftigere ist. Hör zu. Tja, das will schon was heißen. Ich hatte nur überlegt, zu Odin zu gehen. Aber ich schwöre, es wäre einen guten Grund. Es gibt keinen guten Grund, zu Odin zu gehen. Er vernebelt dir den Verstand. Ich würde es für uns tun. Ich muss verhindern, dass was Schlimmes passiert. Es ist schon Schlimmes passiert. Sieh mich an. Und Freya. Und Tyr. Odin hat all das getan. Warum sind auf einmal alle hier so dermaßen am Rumjaulen? Atreus will nach Asgard gehen. Asgard? Ist er auf den Kopf gefallen oder sowas? Toll, dann sind offenbar alle gegen mich. Du musst entscheiden, zu wem du werden willst. Wirst du weiterhin lügen und mir Dinge vorenthalten? Oder bist du mein Sohn? Entscheiden? Ich darf nie entscheiden. Lass mich in Ruhe. Hör zu. Lass mich los! Hör zu. Lass mich los! Was bei allen? Atreus! Ich bin's! Bewahre die Kontrolle! Tja. Blick in die Pubertät. Komm schon! Kälte, offenbar der Heerläufer. Ich bin in Midgard. Mach nur weiter. Das hilft nur, mich warm zu halten. Oh, shit. Haut es heim. Sauber. So. Ruhe im Karton. Ich brauche einen Unterschlupf. Mal ein bisschen gucken. Energy. Hier irgendwas rum? Nö. Wollen ja nichts verpassen. Irgendwo, ich wollte sagen. Die Musik her. Wird weggeschmettert. Na, wir werden noch haben. Wenigstens will mich nicht alles hier töten. Ich muss mich aufwärmen. Okay.
Dann überlege ich, wo ich hingehe. So, der Ausreißer. Unterschlupf finden. Check. Geister lenken Rundpfeile ab. Drücken Sie Standardpfeile, um den Schaden zuzufügen. Okay. Schildbrecher kriegen wir schon. Ups, falscher Fall. Standardfall haben sie gesagt, ne? Wo ist der wohl? So, Geister, wütende, empfindungsfähige Magie, vereint durch einen einzigen Zweck, die Vernichtung des Lebens. Eine natürliche Verteidigungsreaktion, wenn man bedenkt, dass das Leben Ragnarök den Weg geebnet hat. Ein Geist entsteht, wenn sich eine Gruppe von 3 Irrlichtern zu einer einzigen wütenden Kreatur vereint. Ja, haben wir gemacht. Wenn wir 3 Irrlichtern bei ihrer Vereinigung begegnen, ist es durchaus möglich, diesen Prozess zu stören. Genau, mit Schallfallen. Ich muss wohl nicht betonen, wie sehr ich das empfehle, aber sicher ist sicher. Okay. So, Unterschlupf. Unterstupf. Mehr Raben. Wollt ihr mir etwas sagen? Naja, wir sind im Midgard, ne? Und da geht's hoch. Gucken wir vor links und rechts. Okay. Einmal alles ablaufen. Okay, da vorne geht's weiter. Hier können wir hoch. Moment. Wie, hier ist nix? Das ist enttäuschend. Okay. Tja, dann. Erst denkt er, ich war in Asgard. Dann, dass ich lüge. Ich will dir doch nur das Leben retten, du Sturkopf. Du musst aus deinem Kreis. Galva! Da kommt bestimmt gleich runtergehüpft, oder? Ja. So.
recht linear aufgebaut hier, ne? Kurz hier hochgucken. Hier die Brücke. Liegt hier noch irgendwas? Weitere Gegner. Gefunden habe, wo gehe ich dann hin? So, wir hören wieder Raben. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich jetzt irgendwie falsch gehe und irgendein Item hier verpasse. Hier. Ja, okay. So, rüberklettern. Wenn ich nach Asgard gehe. Folge ich der Prophezeiung, wenn der Vater stirbt. Ist das ein Eichhörnchen? Ja. Wenn ich zu Hause bleibe, zwei sogar. Eichhörnchen. Kann ich es auch nicht verhindern. In Asgard könnte ich wenigstens Odin im Auge behalten. Ja. Rumspionieren, seinen Plan rauskriegen. Hm, bestimmt. Die Kontrolle gewinnen. Wem mache ich hier was vor? Ich kann nicht nach Asgard. So. Moment, sind das rote Blätter? Freyas Haus? So, Hain der Zuflucht. Okay. Oh, nein. Chauli? Freyas verlassenes Haus untersuchen. Ach, das kennen wir doch aus dem ersten Teil. Genau. Chauli! Die Schildkröte. Bitte. Bitte! Ist bestimmt nur eingeschlafen, eingefroren, oder? So, nicht tot. Na, siehst du wohl. Winterschlaf. Hallo, Großer. Sind wir rangegangen? Ich bin jetzt hier. Keine Sorge. Ich muss dich aufwärmen. Du musst aufstehen, um mich ins Haus zu lassen. Kriegst du das hin? Komm, Chauli. Du musst das tun. Ich kann nicht helfen, wenn du... Hey, Millie! Hey, Millie! Gibt er sie hoch? Gut, ganz brav! Okay. Na, das kennen wir doch. Was für ein Chaos. Gehen wir gleich hin. Ich weiß, Kumpel. Ich weiß. Es ist kalt hier. Das Fenster muss zu, bevor ich mich umschaue. Das Fenster muss zu, okay. Machen wir ein Fenster zu.
Hat Freya nicht nach dir gesehen? Wir sind mit deinem Papa unterwegs. Stimmt. Zu beschäftigt, uns zu jagen. Na komm, wärmen wir dich auf. Aus dem Zeug müsste ich ein Feuer machen können. Gehörte das Baldur? Wie Vater wohl ihre Vergebung erlangt hat. Valkyrenrüstung. Gehört sie zu den Flügeln an der Wand? Ja, die Valkyrenrüstung von Freya haben wir ja schon. Von ihrer Freundin? Was wohl mit ihr ist? Wow, wie wunderschön. So etwas habe ich hier noch nie gesehen. Und wann hast du diese komischen Blumen, die wir im ersten Teil gesammelt haben, beziehungsweise hier Kratos? So, unfassbar, alles, ne? Dass sie nie wieder nach ihrem Haus gesehen hat. Und nach dir. Tagebuch. Das ist keine Entschuldigung. So, Schildkröte ist warm. Unterschlupf haben wir. Check. Kein Geschehen. Oh, bitte. So nicht. Ich jetzt hin. Tja. Ich kann nicht bleiben. Vater darf nicht auch noch sterben. Irgendetwas muss ich doch tun können. Loki.